absoluter Traum, so einen Sieg zu schaffen heute. Ich denke, wir haben den Sieg mehr als verdient gehabt und von daher freut es mich umso mehr für die Mannschaft. War das auch ein Erfolg der Leidenschaft? Ja, denke ich auch. Ich denke, wir sind im Spiel zweimal nicht zu dem gekommen, was wir eigentlich verdient gehabt hätten. Das war zu einem Mal das Tor des Stefan Aigner, wo der Sebastian Rode zurücklegt, was, denke ich, ein reguläres Tor war. Zum anderen war es ein klarer Elfmeter am Sascha Meier und eine klare rote Karte. Ja, ich lupfe den Ball drüber und ja, dann berührt er mich ganz klar am Bein, hat er selber im Spiel sogar zugegeben und deswegen denke ich, es ist ein klarer Elfmeter. Aber wie gesagt, besser so, kein Elfmeter und wir haben gewonnen, wer weiß, was dann passiert wäre. Wenn du 1-0 in Führung gehst, musst du es dann anders verteidigen. Wir müssen da besser stehen in allem und das haben wir nicht gemacht. Wir haben zu viel zugelassen, hatten zwar die eine oder andere Möglichkeit noch nach vorne und ja, deswegen... Wir müssen uns das jetzt halt nochmal anschauen. Das, wie gesagt, ich kann es gerade nicht so ganz verstehen, was wir so viel zugelassen haben. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in einem Spiel so viel zugelassen haben. Und, das ist eigentlich schade gegen so einen Aufsteiger. Man muss auch dann schon mal richtig zur Sache gehen. Und das haben wir dann in der Situation, auch in der ersten Halbzeit, in der anderen Situation, nicht gemacht, vor allem im Mittelfeld. Da waren wir einfach zu weit vom Mann weg. Und dann wurde es natürlich einfach für die Frankfurter, immer in die Schnittstellen zu spielen. Da muss man natürlich energisch hingehen. Das haben wir nicht gemacht.